Immer wieder steigen Zweifel in euch auf, weil ihr angeblich Beweisen zu kennen glaubt, die Existenz der sogenannten Raumschiffe, die von anderen Sternen zur Erde kommen. Geht ihr aber ernsthaft diesen angeblichen Erscheinungen nach, so werdet ihr keinen hundertprozentigen Beweis zu geben vermögen. So werdet ihr feststellen, dass immer nur Vermutungen oder Selbstsuggestion Anlass solcher Behauptungen sind, für die sich keine Beweise erbringen lassen. Würden die Menschen geistige Erkenntnisse besitzen, so wüssten sie auch, dass es zwischen den einzelnen Gestirnen keine Verbindungsmöglichkeiten gibt, dass es niemals den Bewohnern anderer Gestirne möglich sein wird, ihre Sphäre zu verlassen und sich anderen Gestirnen zu nähern. Es sind völlig aus der Luft gegriffene Behauptungen, die jene Menschen aufstellen, und kein Mensch wird für seine Behauptung mit jenen Sternenbewohnern in Berührung gekommen zu sein, einen Beweis erbringen können. Doch die Menschen können Blendwerke des Gegners zum Opfer fallen, sie können selbst durch ihre Fantasie empfänglich sein für Täuschungen, die von Satan ausgehen, die aber niemals materiellen Bestandes sein können, weil dem Gegner dazu die Macht fehlt, materielle Gegenstände erstehen zu lassen. Wo es sich aber nun wirklich um materielle Dinge handelt, welche von Menschen gesichtet worden sind, so haben diese auch ihren Ausgang auf der materiellen Erde. Es sind Versuchsobjekte von Forschern auf dem Gebiet, dem in verstärktem Maß alle Anstrengungen gelten, sich den Luftraum außerhalb der Erde untertan zu machen. Was von außerirdischen Wesen, die von anderen Sternen kommen sollen, verbreitet wird, ist bewusste Lüge, denn es wird kein Mensch beweisen können, mit solchen angeblichen Sternenbewohnern gesprochen zu haben. Und es wird der Kreis derer, die sich bejahend einstellen zu solchen Erscheinungen, niemals geistig geweckte Menschen umfassen, denn sie sind ausgesprochene Diener meines Gegners, die er nützen kann für seine Zwecke. Immer vorausgesetzt, dass es sich nicht um irdische Versuchsobjekte handelt, die an jedem Mensch sichten könnte, die jedoch dann von geistig unerweckten oder dem gegnerherrigen Menschen hingestellt werden als Objekte von anderen Sternen. Immer wieder betone ich es, dass es keine Verbindung gibt zwischen den einzelnen Gestirnen und dass das auch seine Begründung hat. Wenn ihr Menschen nur noch gar diesen angeblichen Boten von anderen Sternen unterlegt, dass sie euch zur Rettung auf die Erde kommen wollen, dann müssten sie also in meinen Auftrag an euch Menschen tätig sein. Folglich müssten sie stets die Verbindung herstellen und anhalten mit denen, die mir angehören, die ich also am Ende entrücken werde, wenn ich ihnen dieses Amt zugewiesen hätte. Dann aber werden die meinen, auch diese Objekte und ihre Insassen schauen, was jedoch niemals der Fall sein wird, denn diese kläre ich auf über den Irrtum und unterweise sie in der reinen Wahrheit. Die aber solche Behauptungen glauben und aufstellen, können nicht erleuchtet sein im Geist, und sie verfolgen immer nur rein irdische Ziele und glauben den Versprechungen dessen, der die Menschen abhalten will von der innigen Bindung mit mir, die allein Garantie ist für eine Rettung am Ende dieser Erde
das euch bevorsteht. Glaub es doch, dass es mir wahrlich möglich ist, einem jeden Einzelnen den Schutz angedeihen zu lassen und ihn auch am Ende vor der Erde zu entrücken, weil der Untergang der Erde, wie sie jetzt besteht, unvermeidlich ist. Und glaubt es, dass ich dafür zahllose Engel bereithalte, dass diese aber niemals sich zuvor schon den Menschen zeigen werden als Bewohner anderer Gestirne. Und wenn ich die reine Wahrheit zur Erde leite, weil ihr Menschen sie benötigt, dann würde ich euch wahrlich auch davon Kenntnis geben, wenn dies der Wahrheit entspricht. Aber ich warne euch stets vor den Trugkünsten meines Gegners in der letzten Zeit vor dem Ende, der sich sowohl irdischen Wirkens bedient, um die Menschen zu täuschen, als auch gedankliche Verirrungen, weil er sie suggerieren kann, weil die Menschen blind glauben, was ihnen vorgesetzt wird, solange sie noch nicht von Wahrheitsdrang erfüllt sind, der ihnen dann aber auch stets reine Wahrheit eintragen wird. Amen.